Marcy here, your nurse friend. Char. Welcome to my channel. Welcome back. I'm very happy to tell you that this episode will be very special because we're going to be talking about two types of trabajo or work here as nurses in Germany. And for that to be explained very well, I invited my special friend, my best friend here in Germany. And I'm sure you've seen her in my previous videos. And let's not wait anymore. Let me introduce you to my best friend, a Romanian best friend, sorry, foreigner, Christina Tintin. Hi. Hello, guys. Hi, guys. And as you can see, please notice our blonde hair. O, diba? And so this time, I hope you will learn something from us. And Christina is very happy to be here with us. Right, yeah, Tintin? Happy. Freud. Yeah. Happy. And the good thing about this video is that I will be challenged because we'll have to speak in German. And I will be putting some subtitles there. Okay? So, are you ready, guys? Let's do it. Hello, we are Tintin und Carsi. Hallo, wir sind wieder da. So, wir haben heute ein sehr, sehr importantes Topic für euch. Und das wäre ein Vergleich zwischen die Station und Polyklinik oder Ambulanz sozusagen. Das gibt auch in Deutschland. Und dann, ich würde gerne, dass Carsi ein bisschen mich erklärt. Carsi, was bedeutet das? Was gibt bei euch eine Ambulanz oder wie läuft das bei euch? Ich glaube, Ambulanz ist auch wie Emergency Room auf den Philippinen und auch so wie ein Outpatient Department, wo Patienten könnte einfach da kommen und sagen, was das Problem ist. Könnte auch mit Termin, aber du erklärst das später, aber auf den Philippinen, das könnte Emergency Room oder Outpatient. So, wir zeigen euch, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten und die Unterschied zwischen diesen. So, zuerst würde ich fragen, was ist das eigentlich, eine Ambulanz? Was mache ich? Welche sind meine Aufgaben? Welche sind die Dienste? Welche Erkrankungen gibt es? Es gibt so viele Sachen, die man auch auf eine Ambulanz macht oder sozusagen Polyklinik ausgenannt. Mhm. Und so zum Beispiel, ich arbeite jetzt zu der Zeit in einer HNO-Ambulanz. Dort wir übernehmen Patienten, die akute Erkrankungen haben und müssen sowie kleine Notfälle versorgt werden. Was ist HNO? HNO-Ambulanz bedeutet Hals-Nasen-Ohren-Ambulanz. So, das hat zu tun mit Erkrankungen, die zum Beispiel Tonsillitis, Ohrenschmerzen, Laryngitis, Tracheostoma-Versorgung, Epistaxis. Es gibt so viele Erkrankungen, die wir akut versorgen müssen in Ambulanz. Und ja, wir haben immer sehr viel zu tun in einer Ambulanz und ja, was mache ich jetzt noch? Ich arbeite in einer Station, wo das ist ein Inpatient Department auf Englisch. Das heißt, Patienten sind aufgenommen. Sie bleiben im Krankenhaus für Tage oder so. Wie es geht um die Krankheiten. Zum Beispiel Patienten werden operiert werden in der werden oder so, oder muss diese besondere Krankheit behandelt werden. So zum Beispiel, ich arbeite in Neurochirurgie Station, wo sie gearbeitet hatte. So, ich arbeite in Neurochirurgie und bekomme ich Patienten mit Schädelhirntrauma, das heißt Aneurysma, oder sind gestürzt und hat, was bedeutet diese? Blutungen gehabt oder so, Hämatoma und muss operiert werden. Spinalkanalerkrankungen oder Hernia-Disc, von Bogen, ja, Nervenproblem und braucht nicht nur ein Tag im Krankenhaus, aber mehr als ein Tag. So, das ist Station. Wenn du sagst Station, das ist Inpatient Department. Wenn du sagst Ambulanz oder Poliklinik. Vom 8 bis 8 Uhr am Abend und am dann, die Krankenschwester, die gehen einfach nach Hause. Mhm. Die machen keine Nachtdienste. Die arbeiten nicht im Wochenende, sondern nur einen Tag, am Samstag und einen Sonntag im Monat. Das wäre nur ein Tag.
So, das heißt, du arbeitest nur Montag bis Freitag? So zum Beispiel, wir haben so eine Struktur, man muss arbeiten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Wir haben auch einen Spätdienst, die geht an um 12 Uhr und das dauert bis 20 Uhr. Aber im Wochenende muss ich nur einen Tag im Monat arbeiten. So, wenn du das siehst, es ist ganz anders als Station, weil wir sind immer 24 Stunden offen, aber die Leute kommen nicht einfach zu uns. Die Ärzte müssen sie erstmal mit der ersten, wie heißt diese, Anweisungen oder Bestätigung, dass er zu uns kommen in, auf Station, oder sie müssen erstmal von Notfall oder ja bei euch erstmal, bevor sie zu uns kommen. So, es ist so wie eine prästationäre Aufnahme, so wie eine Stationaufnahme, die kommen. Wir kommen zum Beispiel einfach und machen Tour. Wir vorbereiten alle Untersuchungsräume, die Geräte, die Instrumente. Wenn die Patienten zum Beispiel, ich gebe so zum Beispiel ein Beispiel, ja, jeder hat dann in seinem Leben eine Tonsillitis gehabt, ja. Okay. Die Patienten, ja, ich habe Halsschmerzen, ich habe einen Abszess, dann komme ich in die Ambulanz. Dann wird ein Arzt in den Hals schauen, was ich habe. Dann wird die Instrumente vorbereitet, Bluten nehmen, Vigo legen und dann ich schicke der Patient hoch auf Station zum IV-Antibiotika. So ist das wäre ja. Ein kleines Beispiel. Weil für weitere Behandlung, weil bei euch muss nur einen Tag da bleiben, gell? Ja, man muss noch ein paar Stunden da bleiben und dann Stunden, die gehen auf Station. Ja, wenn die braucht mehr Behandlung, oder? Jetzt ich auf Station. Wie gesagt, wir arbeiten 24 Stunden, das heißt, wir haben drei Typen von Diensten, das heißt Frühdienst, Spätdienst und dann Nachtdienst. Und das dauert 8 Stunden pro Dienst, oder es geht um jede Station, wie viel ist das. Aber wir haben immer drei Dienste. Und wie ist die Verhältnis oder die Patientenschlüssel, ist das richtig? Patientenschlüssel oder Ratio auf Englisch, Nurse-Patient Ratio. Bei uns, okay, bei uns ist immer, es hängt immer auf den Personalmangel, weil wenn ihr genug seid, dann ist gut. Aber wie zum Beispiel bei uns, wir haben 30 Patienten insgesamt total, dann jede Schicht mindestens muss drei Pflegekräfte haben und dann auch eine Pflegehelferin oder so. Wenn gibt's Mangel, dann wir sind schon glücklich, dass wir zwei Pflegekräfte dabei sind. Und bei euch? Zum Beispiel bei uns, ich gebe ein Beispiel, es kommt in einem Tag 80 Patienten. Jeder hat etwas. Und dann diese 80 Patienten müssen bis 20 Uhr versorgt werden, ja? Bis wir da sind. Es gibt auch Patienten, die in der Nacht kommen, aber wir haben 80 Patienten pro Tag. Das ist echt viel. Und dann 18 oder 80? 80. 80, das heißt, immer schwer. 80 und 18, ja. 80 Patienten pro Tag. Dann für das wären wir 6 Leute wären wir da. Weil wir müssen echt viele auch administrative Aufgaben machen, sozusagen. Ah, ihr habt wie, was ist administrativ, das heißt, so, wenn Bericht auch, oder? Zum Beispiel, wir schreiben keine Berichte, wir machen viele Termine. Von Patienten. Wir organisieren auch Computertomograph, MRT, verschiedene Untersuchungen, die auch in andere Abteilungen gemacht wird. Und um 20 Uhr alle Pflegekräfte, so die Krankenschwester, gehen nach Hause. Ja, und für mich, findest du das gut? Gefällt dir dein Bereich oder so? Ist so, es gibt so. Vorteile und Nachteile. Es gibt Nachteile und dann Vorteile. Nachteile und Vorteile. Die Vorteile sind die nächsten. Du musst keinen Nachtdienst machen. Du hast immer sehr, sehr viele Pflegepersonal. Du hast auch sehr viele Ärzte. Es gibt immer 6 Ärzte, die da sind. Und du musst mit denen so in Team arbeiten. Es gibt auch sehr, sehr viel Personal und du musst nicht in der Nacht arbeiten. Das ist sehr wichtig. Und dann du hast so eine Life-Family-Balance. Life-Work-Balance. Life-Work-Balance, ja. Ja. Bei uns gefällt mir auch, weil seit ich Nurse geworden ist,
bin, habe ich schon im Krankenhaus gearbeitet, in den Notfall auch. Und ich will, wo immer etwas zu tun gibt. Das heißt, auf Station passt mir sehr, sehr gut. Weil es ist nicht nur beschäftigt da, sondern auch wirklich anstrengend. Anstrengend ist auch in einer Ambulanz, wenn du 80 Patienten hast, auch anstrengend. Ja, aber es ist schon eine Krankenschwester zusammen, auch auf Station und auch in die Ambulanz. Also Vorteile von mir. Vielleicht Vorteile ist, dass du kannst vielleicht mehr von Patienten lernen, das Leben von Patienten, und dann du kannst wirklich gut mehr Kontakt, und dann du kannst auch deine Fähigkeiten weiter entwickeln. Ist das richtig? Entwickeln? Ja, entwickeln. Ja. Weil du behandelt oder du betreut Patienten, die gleiche Patient jeden Tag, mindestens 3 Tage, und dann du kannst deine Fähigkeiten oder Kenntnisse entwickeln. Bei mir zum Beispiel. Patient kommt, Patient geht. Patient kommt, Patient geht. Gibt es keine Beziehung. Du hast überhaupt keine Beziehung mit dem Patienten. Genau. Es gibt auch Leute, die das nicht wollen. Ah ja. Das ist der Nachteil, dass du hast keine wirkliche Kontakt so für mehrere Tage mit Patienten. Weil wenn wir auf Station arbeiten, wir haben mehr Kontakt mit Patienten. Wir kennen schon die Patienten. Das ist schon eine sehr schöne Seite. Und du kannst eine Krankheit besser, weißt du, besser wissen, besser lernen. Ja, das ist auch sehr, genau. Das ist sehr wichtig. Aber ich finde vielleicht ein Nachteil von, wenn du in einer Station arbeitest, das heißt, ein Nachteil ist es, ja, es ist anstrengend wirklich. Und du musst immer auch in der Nachtdienst arbeiten, nicht nur Frühdienst, auch Spätdienst. Deine Zeit ist ganz, ganz verteilt. Ja. So, wir haben noch nicht die Aufgaben. Ja, Aufgaben haben wir schon erklärt. Jetzt die Zeit. Es geht um das Geld. Money, money, money. Money, money, money. So, wie kriegst du? Die nächste Frage. Du musst das nicht auf ein Deutsches fragen. Ja, bitte. Wie viel Geld verdienst du? Frag das nie. Nie. Aber jetzt, da wir kein Deutsche sind. Wir sagen keine Summe. Ja. Aber wir sagen keine Summe, aber wir geben dir so, euch ungefähr. Ideen. Ungefähr. So, auf Station. Auf Station oder was? Auf Station kriegt man mehr Geld. Aber du kriegst mehr Geld als ich, oder du kriegst das gleiche Geld? Nein, ich kriege weniger Geld, weil ich in einer Ambulanz arbeite. Okay. Man kriegt 400 Euro weniger, wenn man in einer Ambulanz arbeitet. Ist das richtig? Ja. Okay. 300-400 Euro kriegt man weniger. Okay. Weil die Faktoren? Du arbeitest nicht am Wochenende, du hast keine Nachtdienste und dann deswegen. So weniger. Bei uns ist ja mehr, weil wenn ihr schon meine vorherige Video geschaut wegen Salary and Tax, ich habe erklärt, dass im Sonntags, Wochenende und dann Nachtdienst kriegt man mehr Geld. Ja. Wir kriegen nur zum Beispiel, wenn du einen Sonntag oder Samstag im Monat arbeitest, du kriegst schon etwas, aber du kriegst nicht so viel, wie auf Station sein könnte. Ja. Aber weißt du, wenn man wählt, wo er arbeiten will, es geht nicht nur um das Geld, es geht nicht nur um das Aufgaben, es geht um eure Gefühle. Wo arbeite ich gerne? Weil bei Christine, sie war bei uns und dann. Entschuldigung. Sie muss in den Bett gehen jetzt. So, sie war bei uns und nach 2 Jahren, sie wollte irgendwo arbeiten. Das ist in Shanghai. No. Kannst du eine kleine Geschichte, warum bist du umgezogen? Oder so, ich habe 2 Jahre dort mit Kasi gearbeitet. Bevor Kasi gekommen bin, ich habe dort gearbeitet und dann bin ich gewechselt in die HNO-Ambulanz. Weil es war ein bisschen zu stressig und ich wollte nicht Nachtdienst machen. Mhm. Und immer diese Schichtwechsel, das war nicht gut für mich. Da habe ich entschieden, besser ich arbeite in Ambulanz. Und ich werde auch dort viel Behandlungswege machen und viele Tätigkeiten habe ich auch dort. Aber ich wollte nicht mehr, die
Das Hauptproblem war, dass die Zeit, dass du andere Dinge machen wolltest, oder? Ja. Weil ja. weil dein erster Grund war, du willst Salsa tanzen. Ich wollte, dass ich auch mehr Freizeit habe und nicht Nachtdienst machen. Mhm. Immer früh, spät und Nacht, das war nicht okay für mich. Und deswegen habe ich gewählt, besser in einer Ambulanz zu arbeiten. Wegen Dienstzeitung sozusagen. So, ja, ich glaube, wir haben schon viel erklärt zu euch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann sagt einfach kommentieren oder meldet dich. Wir hoffen, dass ihr unser Video gefallen hat. Ja. Gebt uns viele Likes auf krasse Videos. Ja. Subscribe und follow her und me on Instagram. I'll put the Instagram name there. And if you haven't watched our previous video, which is our first video, we were like just new, right? And Kinder, wir waren Kinder. Yeah, and probably you will notice our German speaking skills before. We're still not so good, but you know, I think we're better. We're better. Ja. Wir sind besser. Bin ich besser geworden? Ja, du bist ja besser geworden. Du bist. Ich bin. Ja, du auch. Bin ein Meisterin. Sie hat so viel Worte schon gelernt. So. Und ja. So, danke schön, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bitte, expect more videos from us. So, falls ihr ihre Kommentare hier unterschreiben will, dann sagt ihr eure Meinung. Mhm. Und falls ihr noch Video zusammen, dass wir noch Video zusammen machen, dann schreibt auch die Kommentare und dann so, werden wir noch machen. Okay, dann vielen Dank und wir sehen uns bald. Ciao! Hi, Carsey here. Please like and subscribe to my YouTube channel.